Baustelle Kreise Hünglinger Straße in Stendal im Juli 2018. Naja, allzu viel getan hat sich noch nichts. Der Kreisel wird gebaut, weil irgendwann mal die Autobahn A14 in Stendal ankommen soll. Aber darauf warten wir jetzt seit 25 Jahren. Dank Nabu, Ziegenmelker und rot-grün-weiß karierten Laubfroschen. Ich schätze mal, 10 Jahre wird es noch dauern. Offiziell soll die A14 in 2,5 Jahren in Stendal sein. Naja, wer es glaubt. Und eine Altmark-Oase im Schwimmbad haben sie jetzt eine Zufahrt gebaut wegen der Bauarbeiten, damit man hier durchkommt.